Lieber Gerhard. Lieber Gerhard. Lieber Gerhard Schmidt. I need to talk to you. Ob als Regisseur, als Drehbuchautor oder als Produzent, deine Filme haben sich vor allem durch eins ausgezeichnet, nämlich durch Qualität. Werden wir uns am Donnerstag sehen? Nein, Liebling, Donnerstag geht nicht. Du hast über viele, viele Jahrzehnte hinweg eine Bandbreite von Film- und Fernsehproduktionen produziert, sehr erfolgreich. Dafür erstmal meinen größten Respekt. Deine pragmatische Beharrlichkeit. Es bleibt schwierig. Das Gefühl, an der richtigen Stelle Druck zu machen, hat uns allen sehr viel geholfen. So wie du als Regisseur angenehm warst, warst du als Produzent immer fair und großzügig. Ich habe sehr, sehr gerne mit dir zusammengearbeitet. Sie sind da! Welcome to America! Gerhard, du hast dich immer eingesetzt für Film- und Fernsehschaffende. Du hast sie auch gefördert. Ohne deine gute Energie, deinen Humor und dein enormes Wissen wäre die Deutsche Akademie für Fernsehen nicht das, was sie jetzt ist. Du hast Großes für uns geleistet, wirklich wahr. Kurz, du bist toll. Lieber Gerhard. Ganz herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen. Ich gratuliere dir von Herzen. Wenn irgendjemand diesen Preis verdient hat, dann sie. Deshalb bist du genau der Richtige für diesen Ehrenpreis. Es ist richtig und es ist auch höchste Zeit. Auch von mir ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem wohlverdienten Preis. Das mit dem DAF-Ehrenpreis geschieht dir wirklich recht. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass du uns noch viele Jahre erhalten bleibst. Bleib wacker. Lass dich feiern. Auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Lebe das Leben. Alles Gute. Für die Zukunft und bis bald. Ich verneige mich.